Hi und herzlich willkommen. Heute möchte ich einmal mit dir Dezimalzahlen im Kopf multiplizieren und schon geht's auch los. 0,4 mal 0,8 und 4 mal 8 macht 0,32 und damit seid ihr schon fertig. Wie habe ich das jetzt gemacht? Ganz einfach. Ich habe 4 mal 8 multipliziert, das ergibt 32. Und als nächstes habe ich die Nachkommazahlen, in dem Fall mir angeschaut und das sind 2 und deshalb gibt es auch, wenn ich das multipliziert habe, auch insgesamt 2 Nachkommastellen. 1, 2. Und somit haben wir auch schon eine Lösung und auch einen Merksatz. Also, zunächst multipliziert man ohne auf das Komma zu sehen. Okay, was haben wir gemacht? Das Ergebnis hat so viele Nachkommastellen, wie beide Dezimalzahlen zusammen. Okay, das soweit. Schauen wir uns das jetzt nochmal an verschiedenen Übungen an. 0,4 mal 0,7. 4 mal 7 macht genau 28. Ich habe 2 Nachkommastellen, ich verschiebe also das Komma um 2 Stellen nach links und setze das Komma. Fertig. Nächste Aufgabe. Nehmen wir mal 1,1 mal 0,4. 11 mal 4 macht 44. Und ich habe 1 und 2 Nachkommastellen. Also ich verschiebe um 2 Stellen nach links und schreibe mir auf 0,44. Fertig. Okay. Nächste. 0,3 mal 0,8. 3 mal 8 macht genau 24. Und wir haben zwei Nachkommastellen, 1, 2, also 0,24. Okay, nächste 1,2 mal 0,04. Wir machen das Ganze ein bisschen schwerer. 12 mal 4 macht genau 48. Und wir schauen uns an, wie viele Nachkommastellen wir haben. 1, 2, 3. Das heißt also, wir verschieben das Komma um 3 Stellen nach links. 1, 2, 1, 2, 3 und haben dann 0,048. Okay, einer noch. 0,44 mal 0,2. 44 mal 2 macht 88. Wir haben 1, 2, 3 Nachkommastellen. Wir verschieben das Komma also um 3 Stellen nach links. 1, 2, 3 und haben 0,088. Okay, gut. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein wenig helfen und ihr habt das auch verstanden und ihr habt was gelernt. Das würde mich natürlich sehr freuen. Lasst gerne einen Daumen nach oben hier und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.